Hallo Leute, normalerweise baue ich ja gar nicht so viele Vorrichtungen. Einfach, weil ich diesen Vorrichtungshype gar nicht mal so geil finde und ich halt lieber richtige Projekte baue, die wirklich was ausmachen in der Werkstatt. Heute werden wir aber zusammen eine Vorrichtung bauen, die macht richtig viel Sinn. Die habe ich auf Instagram gefunden, ist eigentlich recht simpel. Die will ich mir aber unbedingt bauen, weil ich mir sowieso eine Küchenerweiterung bauen möchte hier für die Firma und diese Vorrichtung perfekt ist. Also ich zeige euch mal, worum es geht. Den meisten ist ja hier dieses Teil geläufig. Das ist eine sogenannte Flachdübelfräse. Die benutze auch ich sehr, sehr gerne für den Korpusbau. Hier diesen 90-Grad-Anschlag nutze ich meistens nicht, weil ich die Maschine wie folgt nutze. Wenn hier dieses Teil senkrecht irgendwo aufgestellt werden muss, dann nehme ich mir meistens die Flachdübelfräse und fräse einfach mit der gesamten Maschine bündig auf der Werkbank aufliegend die Flachdübel rein. 1, 2, 3, 4 und das war es auch dann schon. Aber da müssen wir auch genauso an der Stelle hier an dem Korpus Flachdübelfräsungen vornehmen. Ja, und das hat dann meistens wie folgt ausgesehen. Da kam es bei mir immer so ein bisschen drauf an, wie genau das Ganze denn sein muss. Normalerweise habe ich mir mal die Position ausgemessen, habe dann meinen Winkel geschnappt und habe einmal eine Kante markiert. Und dann habe ich mir meistens eine Leiste genommen, habe die aufgespannt und habe dann mit meiner Flachdübelfräse das Ganze hier fräsen können. Also im Prinzip brauchen wir ja immer eine lose einstellbare Anschlagslehre, damit wir mit der Flachdübelfräse unsere entgegengesetzten Positionen entsprechend fräsen können, damit das halt funktioniert. Ich habe es gerade angesprochen, je nachdem wie genau das Ganze sein muss, habe ich auch schon hin und wieder das Ganze einfach hier frei an der Platte ausgerichtet und habe es dann gefräst. Das funktioniert auch, aber mit der Vorrichtung, die wir heute bauen, ist es so einfach, das zu benutzen, dass das nicht einmal wirklich Sinn macht. Da müssen wir nur einen Punkt hier markieren, packen unsere Lehre hier drauf und können dann hier um die Wette fräsen. Ich habe mir einmal ganz fix eine Skizze hergestellt, damit ich weiß, welche Teile ich jetzt zusägen muss. Und die schneiden wir jetzt einfach zu. It's as easy as that, oder wie man sagt, ne? Ihr habt es gesehen, ein paar Schnitte, super, super easy. Also, das Ganze wird gleich so aufgebaut. Da haben wir einmal hier das Teil. Das kommt hier so dazwischen. So, da haben wir einmal hier diese Schiebemöglichkeit. Und dann haben wir noch hier dieses Teil. Das kommt einfach gedoppelt hier hin. Da kommt nämlich später noch eine Zwinge dran. Das hier ist dann einfach so eine Aufdopplung, dass wir das gleiche Material haben. Das hier wird ja später unsere Führung. Und generell ist es hier immer ganz gut, wenn innen drin irgendwie so ein paar Phasen oder das Ganze ein bisschen umgeschliffen wird, dass wenn hier mal Dreck dazwischen ist, dass das sich in den Kanten hier nicht verkeilt. Deswegen werden wir das gerade einmal beachten und innen drin einmal eine Phase anfräsen. Einmal gehen wir zur Fräse. Da machen wir die Phase jetzt auch gar nicht so groß. Einfach nur, dass da so ein bisschen Material wegkommt. Die Teile schleife ich jetzt ein bisschen, da wollen wir aber nicht großartig verschleifen, denn wir möchten ja natürlich, dass das Ganze später einen ordentlichen rechten Winkel hat. Deswegen entfernen wir hier einfach nur so ein paar Kanten, an denen wir uns einen Spreißel reinziehen könnten. So, ich schnappe mir jetzt hier ganz, ganz wenig Holzleim, sonst verrutscht das nämlich alles. Das hier könnte schon fast schon zu viel sein, also wirklich wenig. Das muss jetzt hier nicht brutal sein. So. Jetzt kommen wir mal zum nächsten Punkt. Und zwar muss diese Schiene hier in das Stück Multiplex hier rein, damit wir einen Anzugspunkt haben, wo wir halt eben das Ganze befestigen können. Natürlich können wir das Ganze fräsen, aber ich finde beim Fräsen von solch großen Januten muss nicht unbedingt sein. Ich schneide das Ganze hier auf der Tischkreissäge. Vorteil ist, dass wir das Ganze gleich exakt mittig einstellen können. Und es ist einfach ein bisschen einfacher, wie ich finde, weil wir nicht so viel umstellen müssen. Wir müssen nur die Höhe einstellen, ungefähr die Mitte anpeilen und können dann einfach so lange sägen, bis das Ganze groß genug ist. Ich zeige es euch. Dazu nehme ich mir jetzt einfach die Schiene, mache den Hauptschalter einmal aus, weil ich an das Sägeblatt richtig rangreife. Und jetzt stelle ich einfach die Höhe so weit runter, dass das Ganze hier von der Höhe passt. Wir müssen natürlich noch die Schrägstellung des Zahns beachten, deswegen schneiden wir hier einfach so, ja, einen knappen Millimeter tiefer. Der Vorteil von dieser Spanhaube ist jetzt auch, dass ich das nach oben stellen kann, weil wir keine automatische Höheeinstellung haben und die jetzt nicht so stört. Weil die brauchen wir jetzt nicht, weil wir eben verdeckten Schnitt machen. Ich habe mich ja gerade schon gefragt, hey, wie mache ich denn das Teil drin fest? Ich habe keinen 2-Komponenten-Kleber. Deswegen habe ich mich gerade dazu entschieden, dass ich das einfach so stramm schneide, dass es reinschlagen muss. Scheint auch wohl zu funktionieren.
Wow, es ist das Brett rund. Ich glaube, das war doch nicht so eine gute Idee. Ach, scheiße. Hätte ich mal gedacht, ich bin neunmal klug. Ach, scheiße, Alter. Ich muss sagen, dafür ist das eine schöne Rundung, ne? Also, wenn wir jetzt irgendwie Rundungen verleimen wollen, wäre das ganz cool. Ich schneide es doch noch ein bisschen größer. Und dann schlagen wir es rein. Okay, wir schrauben dann die Teile doch einfach mit normalen Schrauben fest. Hier das Teil können wir jetzt auch hier direkt ranpacken. Da werden wir auch ein bisschen Holzleim drunter geben, damit es möglichst stabil wird. Dann können wir uns hier dieses Teil nehmen. Da muss als erstes die Schraube durch, da ist einfach eine Durchgangsbohrung. Das kann einmal als erstes die Schraube. Und dann kann das hier oben gesichert werden. Und das hier soll das auch ein, das war's auch schon. Ich zeige euch gleich mal die komplette Vorrichtung. Jetzt werden wir aber als erstes mal ein Teststück machen, damit ich euch auch zeigen kann, wie die Vorrichtung halt eben funktioniert. Ja, und jetzt kommt mal unsere Vorrichtung ins Spiel. Wir fangen als erstes mal mit dem senkrechten Teil an, was hier oben so drauf kommen wird. Und da kommen wir als erstes jetzt die Verbinder rein. Eine Markierung mache ich mir, und zwar muss hier eine Markierung an die Mitte, damit ich weiß, hier mittig kommt halt eben der Flachdübel. Ich verlinke euch mal hier die Pika-Stifte, die wir im Sortiment haben. Die sind dafür richtig, richtig cool, haben dann zwei Ausführungen. Einmal Pika Fine Dry und einmal den Pika Dry. Den benutze ich sehr, sehr gerne, wenn ich Holz grob zuschneide für den Grobzuschnitt. Und jetzt können wir schon die ersten Verbinder einmal setzen. Als nächstes müssen wir hier dieses Teil mit dieser Platte verbinden. Da stellen wir uns einfach so einmal vor, okay, wir haben gerade so unsere Platte gefräst. Als nächstes möchten wir die im Prinzip so hier aufstellen. Und das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Das bedeutet, diese linke untere Kante ist unsere Anschlagseite. Die müssen wir einfach dort ausrichten, wo das Brett halt eben hin muss, und müssen halt dann eben einfach nur senkrecht das Ganze fräsen. Macht das Sinn? Ich denke ja. Wir machen uns einmal eine Markierung, wo die Platte hin müsste, und können dann auch schon unsere Vorrichtung nutzen. Das würde im Normalfall dann so aussehen. Unsere Platte soll hier beiliegen bei 31 cm. Also machen wir uns hier einmal eine Markierung. Und hier machen wir uns eine Markierung. Unsere Vorrichtung müssen wir jetzt erst einmal auf die Breite einstellen. Das bedeutet, unser Holzteil muss so lang sein, wie unsere Platte breit ist. Und das stellen wir uns jetzt einmal gut fest. Danach richten wir dieses Teil an unserer Platte einmal aus, dass wir auf die beiden Striche kommen. Und jetzt haben wir hier schon unseren Anschlag geschaffen. Hier schnappen wir uns jetzt einmal unsere Fräse und können jetzt an diesem Anschlag einfach fräsen. Jetzt kommen unsere Flachdübel hier rein und jetzt kann unser Holzteil hier einfach aufgesteckt werden. Jetzt prüfen wir mal den rechten Winkel und das ist ziemlich genau. Wenn ihr das Ganze nachmachen möchtet und ihr seid noch auf der Suche nach dem passenden Material für euer selbstgemachtes Sternholzschneidebrett, dann habe ich wohl hier ein richtig gutes Angebot für euch. Wir haben hier diese besäumte Eiche-Blockware, die ist 115 cm lang, 17 cm breit und 2,9 cm ungefähr dick. Und das hier ist auch das Material, was wir auch heute für dieses Projekt benutzt haben. Derzeit kostet hier so ein Brett 24,95 Euro. Ich packe euch den Link dazu mal in die Videobeschreibung. Und hier mit dieser Vorrichtung, muss ich sagen, bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden. Das Ding ist, ich habe mir die jetzt auch tatsächlich gebaut, weil ich plane, eine Küchenerweiterung für meine Küche hier in der Firma zu bauen. Und da wird das Ding erstmal richtig benutzt. Bei diesem kleinen Test hier hat es schon sehr, sehr gut funktioniert. Aber abonniert gerne den Kanal, dann seht ihr bald in einem Projekt, wie wir das hier bei einem richtigen Projekt auch benutzen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.